Einfach schnell erklärt, Geschichte. Die Französische Revolution. Die Französische Revolution ereignete sich im Jahre 1789, natürlich, wie sollte es anders sein, in Frankreich. Der Beginn der Revolution war der berühmte Sturm auf die Bastille. Bastille ist ein französisches Wort, auf Deutsch bedeutet es Rathaus. Somit ist dieser Sturm der Sturm auf das Rathaus von Paris. Dieser heftige Sturm wehte von Nord-Nordost und brachte Teile des Rathauses zum Einstürzen. Die im Rathaus Gefangenen konnten somit ausbrechen. Zu jener Zeit saßen drei systemkritische Typen in diesem Rathausgefängnis, nämlich Maurice Liberté, Jean Égalité und Claude Fraternité. Als der Sturm kam, war es Nacht. Zwei von den beiden Inhaftierten schliefen und lagen, der dritte stand. Es musste beim Ausbrechen allerdings alles sehr schnell gehen, deshalb gingen sie nur in Boxershorts raus, also nicht wie sonst üblich in langen Unterhosen, obwohl es kalt war in dieser Winternacht am 14. Juli. Und deshalb nennt man diese Revolutionäre bis heute die Sans-Culotte, also die ohne Unterhosen. Die drei brachen also aus und mit dieser neu gewonnenen Freiheit zettelten sie eine Revolution an. Der Geist der Revolution war geprägt von der revolutionären Grundhaltung der drei Freunde, deren Name Egalité, Fraternité, Liberté deshalb zum Motto der Revolution wurde. Das sieht man noch heute an den drei Streifen der französischen Flagge. Dann war das Land erstmal im Arsch. Klar, wenn alle aufständig sind. Und deshalb kam der damalige König von England, Robespierre, zur Unterstützung aus England und machte mit seiner Guillotine alle unschädlich. Das wollte er zumindest. Das passte aber seinem französischen Kollegen gar nicht. Ludwig Xiff wollte keine Engländer in seinem Frankreich und stellte sich deshalb lieber an die Seite der Revolutionäre, obwohl diese ja eigentlich gegen ihn waren. Und um diese Pattsituation aufzubrechen, erschien plötzlich ein Typ namens Napoleon auf der Bildfläche. Er reißt die Krone des König Rob von Schweden an sich. Also, nee, nicht von Schweden, der kam ja nicht. Also, der König Robespierre war nicht aus England, sondern kam von St. Helena in der Türkei. Deshalb hieß er andersrum. Der Napoleon machte sich die beiden Aristokraten gefügig, bündisierte mit den revolutionären Bündnissen der frühsozialistischen Wertegemeinschaft, während die Bastille langsam in den Landesfarben erstarrte, und somit wurde eben diese Pattsituation zwischen den Drittständlern, Klerus und Adel in der französischen Nationalversammlung entgegengelegt. Nee, nicht, also die französische Nationalversammlung machte sich natürlich der beiden habhaft, und Pierre und Louis Xiff wurden zum Sprachrohr dieser Nationalversammlung, woher auch der Ausdruck kommt, dass der dritte Stand tanzt.